Du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA-Points? Dann check meinen Partner MMOG ab. Der Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Mit einem Kauf über meinen Link unterstützt du mich auch. Und jetzt viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zum Finale des Food Drafts. Im Hintergrund seht ihr unser Team, mit dem wir bis jetzt 3 Spiele gewonnen haben. Das waren auf jeden Fall 3 richtig krasse Partien und jetzt spielen wir eben das Finale im Food Draft. Und ich bin richtig gespannt, welchen Gegner wir bekommen, ob der ein gutes Team hat, ob der ein schlechtes Team hat. Und ich muss mich nochmal recht herzlich bedanken für euer krasses Feedback beim Halbfinale. Das war einfach unglaublich, wie viele Daumen hoch ihr da drauf gehauen habt. Und deswegen muss ich erstmal den Hut vor euch ziehen und dafür braucht man natürlich erstmal einen Hut auf dem Kopf sozusagen hier. Machen wir den hier. Bam. Und dann sage ich jetzt, da muss ich den Hut vor euch ziehen. Ja, danke schön. Danke, danke für die vielen Daumen nach oben. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, dass ihr vielleicht noch mehr Food Draft sehen wollt. Also falls ihr das öfter sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, hindert uns eigentlich nichts mehr daran, jetzt endlich mit dem Finale zu starten. Jo Leute, was geht? Euer FIFA Ultras hier am Stissel. Das habe ich nicht gesagt. So, Freunde, da haben wir einen Gegner gefunden und dann bin ich echt mal gespannt, was er hier für ein Team aufzuweisen hat. Und dann schauen wir einfach mal rein. Er hat auf jeden Fall rote Trikots. Wir spielen mit unseren, ja, Trikots, die so aussehen wie die Celtic-Trikots. Er hat auf jeden Fall Cristiano Ronaldo in Form. Ein gutes und solides Team und dann würde ich sagen, geht's auch schon ab mit dem Barcelona-Chips. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Die sind aus dem Stadion. Keine Ahnung, warum ich die euch jetzt zeige. Ich habe einfach Langeweile gehabt, während ich nach einem Gegner gesucht habe. Das hat einfach ewig gedauert und das sind auf jeden Fall Chips aus dem Barcelona-Stadion. Und das ist das Camp Nou. Oha, oha. Und das gibt keinen Elfmeter. Oh mein Gott, was habe ich für ein Luck. So, Freunde, der Gegner hat jetzt auf Pause gedrückt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird eine sehr, sehr schwere Partie. Komm, Vidal. Komm, Vidal. Schick ihn jetzt durch. Er spielt den Pass einfach nicht. Bleibt aber am Ball. Vidal. Vidal geht vorbei mit dem Innenriss. Ja, Mann. 1:0 durch Arturo Vidal. Eine richtig, richtig gute Aktion von ihm. Und da macht er zu Recht das Herz zu den Fans. Das hat er richtig stark gemacht. Oh mein Gott, das kann ganz, ganz böse enden. Isco mit dem schönen Spin. Was war das für eine kranke Parade von Begovic? Und ihr könnt auf jeden Fall sehen schon, der Gegner, der kann auf jeden Fall skillen. Und jetzt macht der Gegner nicht das 1:1. Er ist einfach sowas von extrem offensiv. Also der hat locker immer 6-7 Männer in der anderen Hälfte. Das heißt aber auch, dass er hinten offen ist. Und das kann man in dieser Situation schön sehen. Der Doppelpass, der kommt sogar an. Und so leicht geht's dann. Und dann haben wir wieder Vidal. Der müsste den Ball rüberlegen. Ist zwar sweaty, aber das ist mir jetzt gerade scheißegal. Das ist das Finale im Food Draft. Und da muss Gündogan den Ball einfach einnetzen. Und das macht er auch. Und er steht 2:0. So, Freunde, was macht der Gegner? Was macht der Gegner? Rage Quit? Rage Quit? Fragezeichen? Ne. Ach ja, übrigens, wegen dem Sweaty gerade. Hier habe ich den FIFA All-Stars Energy Drink. Und seht einfach mal, was hier drauf steht. Da steht drauf, for Sweaty Goals. Und das habe ich auf jeden Fall vorher ein bisschen getrunken. Und dann funktioniert das auf jeden Fall. FIFA All-Stars Energy natürlich, Link in der Beschreibung. Nein, Spaß, ich habe noch keinen eigenen Merch, tut mir leid. So, Freunde, Halbzeit 2:0 für uns. Und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Halbzeit Nummer 2. Das war richtig krank gespielt. Geist setzt sich leider nicht durch, aber kommt nochmal an den Ball. Nein, Mann, den muss man machen, wenn man ehrlich ist. Douglas Costa ist allein durch. Douglas Costa, Douglas Costa. Was war das? Warum geht er nicht hin, Lewandowski? Der war sicher nicht im Abseits und geht einfach nicht zum Ball. So, und jetzt dürfte es das Tor geben, aber Begovic ist einfach ein absolutes Biest. Also Leute, den dürft ihr euch auf jeden Fall kaufen. Also den solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen, denn er ist wirklich, wirklich stark. Ronaldo, Ronaldo oder wer das auch immer ist, kommt nochmal an den Ball. Begovic. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. 2:2 in der 92. Minute. In der letzten Sekunde macht er hier das Tor und somit müssen wir in die Verlängerung. So, Freunde, 2:2 endet die Partie und das heißt, wir müssen in die Verlängerung. So, Freunde, wir nutzen die Gelegenheit gleich mal und wechseln einfach mal Sanchez für Ribéry ein. Und ja, Gündogan hat auch keine so gute Ausdauer mehr. Und dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Mario Götze ins Spiel und schauen einfach mal, dass wir das Ding jetzt für uns entscheiden können. Neymar, und das gibt den Elfmeter. Ach du Kacke, das hat er richtig gut gemacht und wir stellen uns echt behindert an und ich will diese Partie nicht verlieren. Begovic mit dem, mit der Parade, nicht mit dem Parade, Alter, bin ich denn hier auf Rill? Komm jetzt, Douglas Costa ist allein vom Tor, Douglas Costa, nein. So, Freunde, Halbzeit in der Verlängerung, wir sind nicht in Rückstand geraten aufgrund der geilen Parade von Begovic, das hat er echt stark gemacht.
Der kratzt ja einfach den Elfer aus dem Winkel und ich will das Ding jetzt noch vor dem Elfmeterschießen entscheiden. Schön gespielt und Götze ist noch frisch in der Partie und erobert sich den Ball wieder und spielt ihn schön runter auf Vital. Das war kein Abseits. Jetzt die Flanke in die Mitte und dort steht Lewandowski mit dem 3:2. Ein richtig schön herausgespieltes Tor. Das Ding müssen wir einfach über die Bühne bringen. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Und die Partie ist vorbei. Wir gewinnen das ganze Ding. Somit gewinnen wir Footdraft. Und ich werde euch auf jeden Fall noch das Belohnungspack bzw. die Belohnungspacks zeigen. Und dann werden wir einfach mal schauen, welche Packs wir so bekommen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon mal richtig drauf. So, Freunde, und jetzt können wir unsere Preise betrachten. Und schauen wir einfach mal, was wir hier so bekommen. Und... seltene Goldsets, Premium Goldset und ja, also zwei seltene Goldsets und ein Premium Goldset. Ich habe noch ein paar andere Sets. Ich glaube, es war auf jeden Fall so eins war dabei. Ich würde sagen, wir öffnen nur eins von dem und noch eins. Und irgendwann werde ich nämlich mal ein Pack-Opening machen mit den Packs, die ich aus Footdraft gewonnen habe. Das wird auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich im ersten Pack verbirgt. Und es ist Rechtsverteidiger Debuschi. Und das ist auf jeden Fall kein schlechter Mann, der ist aber nicht allzu viel wert. Können wir auf jeden Fall mal auf die Transferliste packen. So, Freunde, ich habe einfach gerade gar keine Ahnung mehr, welches Pack hier noch an der Reihe war. Es waren auf jeden Fall noch zwei Packs. Auf jeden Fall war dieses Pack hier noch, aber das werde ich in einem Pack-Opening öffnen. Und dann schauen wir einfach noch, ich würde sagen, wir öffnen einfach so eins. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes, das ist ein Jumbo-Gold-Set. Da sind auf jeden Fall drei seltene Spieler dabei, also drei seltene Objekte. Und ich hoffe einfach mal auf eine geile Karte. Wie wäre es mit... Iturraspe. Nein, das ist natürlich nicht der Spieler, den ich mir hier erwartet habe. Dann geben wir Abubakar auf jeden Fall auf die Transferliste. Den Rest fügen wir jetzt einfach dem Verein hinzu. Den Typen hier stoßen wir ab. Und dann schauen wir einfach noch, ein Pack öffnen wir noch. Ich würde sagen, ein Pack öffnen wir, drei Packs haben wir ja bekommen. Und deswegen würde ich sagen, öffnen wir auch drei. Und jetzt will ich natürlich nicht das Silberset öffnen, aber das ganz Gute will ich mir aufheben. Und deswegen würde ich sagen, einigen wir uns einfach auf dieses Premium-Gold-Set und hoffen einfach mal auf einen geilen Spieler in diesem 7,5K-Pack. Und wir bekommen im letzten Pack Innenverteidiger Napoli Koulibaly, oder wie man ihn ausspricht. Der ist auf jeden Fall ein absolutes Biest, den wollte ich mir sowieso vor kurzem noch zulegen. Schauen wir einfach mal, ob der noch was wert ist. Ja gut, 2000 Münzen maximal. Die können wir auch auf die Transferliste geben und dann würde ich sagen, was soll schon wieder mit dem heutigen Video. Wir haben einfach mal Footdraft gewonnen, das Set haben wir dann auch noch bekommen. Ich würde sagen, das öffnen wir einfach mal. Wieso denn auch nicht? Zwei Spieler, ein seltener und ja, dann schauen wir einfach mal rein, was die Animation so zeigt. Und es ist auf jeden Fall... El Kaduri kenne ich auf jeden Fall, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Vielleicht ist der was wert, aber ich denke eigentlich nicht. Der kommt aus Marokko und ja, der ist nichts wert. Der andere ist auf jeden Fall auch nichts wert. Die können wir beide abstoßen. Und wie gesagt, dann was ist mit dem Pack-Opening? Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr mehr Footdraft sehen wollt. Und dann verabschiede ich mich aus diesem Video, bedanke mich fürs Zusehen und sage euch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.